Dann rufe ich auf den Tagesordnungspunkt 78, Antrag Aktuelle Stunde. Der FDP, Staat muss als Dienstleister von Bürgerinnen und Bürgern auftreten, Fehler der Grundsteuerreform aufarbeiten, Drucksache 20/8819, gemeinsam mit dem Dringlichen Antrag der Fraktion der FDP, Top 90, und dem Dringlichen Entschließungsantrag der CDU und der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, Top 93. Beginnt die Frau Kollegin Schardt-Sauer, FDP-Fraktion. Marion, bitte. Ja, guten Morgen, werter Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen. Ein moderner, leistungsfähiger Staat, das, denke ich, sollte unstreitig unser Bundesland Hessen sein. Dieser Staat sollte Dienstleister der Bürgerinnen und Bürger sein. Aber da gibt es noch viel zu tun in Hessen. Aktuelles Beispiel ist die Umsetzung der Grundsteuerreform. Schwarz-Grün hat es geschafft, in bemerkenswerter Art und Weise die Rolle von Staat und Bürgern umzudrehen. Bürgerinnen und Bürger sind zum Dienstleister des Staates, zum Gehilfen der Finanzverwaltung geworden. Eine beachtliche Karriere. Rund 2,8 Millionen Akten zu den Grundstücken gibt es in Hessen bei uns. In vielen Lebensjahren dieser Akten, ich glaube, das kann sich jeder so vorstellen, ist in den Bewertungsstellen alles Relevante zu diesen Grundstücken zusammengetragen worden. Doch leider, wie fast Standard, Kopien in der Schule, Faxe und so weiter, ist all dies nicht digitalisiert. So gibt es auch in Hessen, anders übrigens als in Rheinland-Pfalz, der Finanzminister zitiert ja mal gern das Nachbarland, keine Ausfüllhilfe. Der Gesetzentwurf der FDP-Fraktion, den wir noch im vergangenen Jahr vor dem Gesetzentwurf der Landesregierung diskutiert haben, hat eine solche Aushilfe explizit vorgesehen. Ein von der Oberfinanzdirektion zu erstellender Ausfüllhilfe, ein Vorschlag, wie es aussieht um den Bestand Ihres Grundstücks. Denn, werte Damen und Herren, die Daten sind doch alle da. Diese Ausfüllhilfe hätte man übrigens auch, Dienstleistungsgedanke, sowohl in Papier als auch digital zur Verfügung stellen können. Auf unsere Frage im Haushaltsausschuss nach der Übernahme dieser, ich erinnere, 2,8 Millionen Aktendaten hieß es nur lapidar, geht nicht. Man sollte eher sagen, will nicht. Was will man stattdessen? Was macht Hessen? 2,8 Millionen Schreiben, mal in Richtung der Kollegen der GRÜNEN, a 4 Seiten, nichtssagend, gehen raus. Das ist eine total nachhaltige Vorgehensweise, auch nur in Etappen, weil so viel Papier war erst einmal gar nicht da gewesen. Diese Schreiben wurden dann auch noch teils an die falschen Personen versandt, so in Hanau. Und wir haben gestern im Ausschuss, Haushaltsausschuss gestern Abend gehört zu dieser Panne, die Bestandsdaten sind teilweise seit 16 Jahren fehlerhaft. Werte Kolleginnen und Kollegen, es ist seit Jahren bekannt, dass eine Grundsteuerreform kommt. Es wäre genug Zeit gewesen, sich vorzubereiten, den Bestand Ihr Läufer zu verifizieren, zu digitalisieren. Das wäre moderner und dienstleistungsfähiger Staat. Im Dezember 2021 wurde die schwarz-grüne Variante in Hessen beschlossen. Bei sorgfältiger Vorarbeit, nochmals 2,8 Millionen Akten, hätte jeder Betroffene im Frühjahr 2022 einen Vorschlag, eine Aushilfe bekommen können. Stattdessen haben wir nun, kann man fast sagen, Pleiten, Pech und Pannen. Der Massenversand von nichtssagenden Schreiben an teils falsche Personen, der online zur Verfügung stehende Sonderkatasterauszug Hessen, Grundsteuerreform LUV, fehlerhaft. Laufende Flurbereinigungsverfahren, bitte Vorsicht bei der Nutzung, sind nicht korrekt erfasst. Wenn Landbesitzer sich auf die Daten des Landes verlassen, was man ja eigentlich könnte, machen sie gegebenenfalls unwissentlich falsche Angaben. Und all das erfolgt für die Grundstückseigentümer unter Zeitdruck. Am 1.7. ging es los, und am 31.12. ist es fertig. Übrigens putzig heute die Pressemeldung des Finanzministeriums. Von den 2,8 Millionen feiert man sich jetzt für 110.000.
Naja, es ist wie die Schnecke bei der Schuldentilgung. Man macht sich auf den Weg. Ich hoffe nur, es gibt nicht noch mehr Löcher, Pleiten, Pech und Pannen, sonst bleiben Sie stecken unter der Million. Die Bürgerinnen und Bürger haben Zeit bis Ende des Jahres. Sehr sportlich. Wir wissen auch noch nicht, ob die Umsetzungs-EDV funktioniert. Es gibt noch viele Abenteuervarianten. Die öffentliche Hand hat übrigens Zeit das ganze Jahr 2023. Der traut man nicht so viel Sportsgeist zu wie den Bürgerinnen und Bürgern. Ein moderner, leistungsfähiger Staat, werte Kolleginnen und Kollegen, wir Freien Demokraten stellen fest, wieder einmal, Schwarz-Grün hat uns weit entfernt davon, und die Umsetzung der Grundsteuerreform in Hessen ist leider zur Last der Bürgerinnen und Bürger kein Beispiel für einen modernen Staat. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Frau Kollegin Schardt-Sauer. Das Wort hat der Abg. Heidkamp, AfD-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete! Finanzminister Boddenberg hat auf einem Treffen der Steuerberater doch sich beklagt über die Bürger, dass sie sich über seine Reform jetzt, dass sie das nicht positiv aufgenommen haben. Es wäre nun das erste Verfahren, in dem er den Wunsch, den allgemeinen Wunsch der Digitalisierung der Finanzverwaltung jetzt umsetzt. Und jetzt wird es auch noch nicht gutiert. Ich muss Ihnen sagen, Herr Boddenberg, zu gewissen Zeitpunkten haben Sie ja gesagt, die Kinder sollen den Eltern helfen, wenn sie nicht weiterkommen. Das ist eine ganz komische Art, ein solches Verfahren in die Welt zu setzen. Ich möchte nicht wiederholen, was Frau Schardt-Sauer eben alles an Details, da stehen wir ja voll hinter. Wir fanden das auch ganz vernünftig. Übrigens ist das gesamte Verfahren sehr vernünftig gelaufen, muss ich jetzt mal sagen. Wir waren einbezogen. Das hessische Modell, hinter dem hessischen Modell stehen wir. Wir haben keine großen Kritiken da drin. Und soweit Steuern erhoben werden müssen, stehen wir dahinter. Es ist eigentlich nur das Verfahren. Dann kommt heute Morgen ein dringlicher Entschließungsantrag. Und jetzt dachte ich, dass die Sachen, die nun nicht so gut laufen, jetzt uns erklärt werden mit diesem Entschließungsantrag. Das ist aber ein Werbetext. Das ist ein Werbetext, absolut unnötig, in dem die Regierung sich bescheinigt, wie gut sie ist. Das brauche ich nicht. Das brauche ich nicht. Im Nachhinein verwundert es nicht, dass Finanzminister Boddenberg etwas reserviert auf die kritischen Bemerkungen hinsichtlich der hessischen Grundsteuerreform reagierte. Schließlich sind die Einwände geeignet, ein bedeutendes Digitalisierungsvorhaben der Finanzverwaltung zu diskreditieren. Und das ist genau schade. Wir gehen mit einem neuen Verfahren auf die Bevölkerung zu. Und dann müsste es doch so sein, dass wir Begeisterung auslösen über die Einfachheit, über die Klarheit, die Daten, die wir da erheben. Und dann steht dann in Ihrem dringlichen Entschließungsantrag, der Landtag stellt fest, dass ein voll digitalisiertes Verfahren zwar wünschenswert, jedoch zurzeit noch nicht möglich ist, da nicht alle Daten elektronisch vorliegen. Da muss man aufpassen. Dieses Wort elektronisch ist eigentlich das Ding, weil sie liegen alle vor. Sie liegen alle vor. Sie haben es noch nicht eingepflegt. Dann hatten wir gestern im Haushaltsausschuss, das war also ein amüsanter Zwischenfall, denn unser Finanzminister hat uns damals erklärt, dass es da Daten gibt aus dem Jahre 2006 oder 2008. Ich habe nicht genau aufgeschrieben, aber in diesem Zeitraum war das. Seitdem sind die Fehler im System. Und das ist Ihnen jetzt erst aufgefallen, weil Sie die Unterlagen an die falschen Leute geschickt haben. Das heißt, Sie haben den einen über die steuerlichen Grundlagen des anderen informiert. Okay, das wurde mit Humor irgendwie aufgenommen, fand ich auch ganz gut. Wir haben uns da nicht weiter beklagt. Nein, shit happens. Das ist nun mal so. Ja, bei so einem tollen Verfahren ist alles wunderbar. Es gab ja diesen dringlichen Antrag der Freien Demokraten.
vom 20. April 2021. Da steht im Prinzip die gesamte Kritik, die wir heute haben, schon drin. Es wäre doch gut gewesen, wenn die Verwaltung den Personen mal mitteilt, was über sie in den Akten steht. Dann hätten sie nämlich mal, wahrscheinlich wäre sie, da das Geschlecht so gar nicht richtig angegeben war in vielen Fällen, wäre sie wahrscheinlich überrascht gewesen, was da über ihre Wohnung in den Akten so vorkommt. Man hätte das sofort korrigieren können. Wir sehen nämlich, dieses Verfahren, das ist eine Blackbox. Sie verlangen von den Bürgern, dass sie einfach Daten eingeben. Aber der sieht das nicht. Wenn Sie also heute ein Steuerprogramm sich kaufen, da wird auf den Cent, was Sie ändern in den Eingaben, wird sofort Ihre Steuerlast ausgewiesen. Sie kriegen das sofort. Schreiben Sie rein, okay, anstatt 56 Kilometer fahre ich 58, zack, kriegen Sie die Steuern. Warum ist das hier nicht möglich? Jawohl, hier. Ja, warum? Warum ist das nicht möglich? Warum können Sie das nicht? Warum konnten Sie nicht? Nein, überhaupt nicht. Wissen Sie nämlich, was passieren wird? Die Fehler werden Sie nämlich finden, wenn diese ganzen Daten eingegeben sind. Und dann werden Sie mal sehen, was da alles falsch ist. Und wie geht das dann? Das ist überhaupt nicht vorgesehen. Wie geht dann der Bürger vor? Hat er ein Recht zu klagen? Denn 2025 muss er ja zahlen. Das ist im Verfahren nicht vorgesehen. Und wenn diese Fehler auftauchen, und zwar in einer gewissen Anzahl, dann wird Ihre Verwaltung einiges an Problemen haben, dieses Besteuerungsverfahren durchzuführen. Kollege Heidkamp, Sie müssen dann auch langsam zum Schluss kommen. Ich bedanke mich für Ihre Zustimmung, dass ich jetzt zu Ende komme. Danke schön. Vielen Dank, Kollege Heidkamp. Nächste Rednerin ist die Frau Abgeordnete Miriam Dahlke, Bündnis 90 Die Grünen. Miriam, bitte. Sehr geehrter Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen! Über viele Monate haben die Parlamente vom Bundestag bis hin zu jedem einzelnen Landtag über die Neuregelung der Grundsteuer debattiert. Bundesfinanzminister Olaf Scholz damals musste ein neues Modell vorlegen, da das bisher gültige ja leider verfassungswidrig ist. Dabei wurde glücklicherweise auch eine Länderöffnungsklausel vereinbart, denn das Bundesmodell ist für eine durchschnittliche Steuer von etwa 190 Euro pro Person und Jahr in Hessen sehr komplex, sehr streitanfällig und sehr schwer umzusetzen. In Hessen haben wir im Dezember 2021 ein einfaches, gerechtes und verständliches Modell verabschiedet. Das wird von der FDP ja jetzt mittlerweile auch gar nicht mehr bestritten. Das hessische Modell bleibt nachvollziehbar für die, die die Steuer bezahlen und die, die sie in der Finanzverwaltung bearbeiten müssen. Hessen nutzt damit die historische Chance dieser Reform für Steuervereinfachung und Bürokratieabbau. Und der Tag der Veröffentlichung im Amtsblatt war gleichzeitig der Startschuss für den historisch umfangreichen Verwaltungsprozess, der sich nun bis Ende 2024 abspielt und das, liebe Kolleginnen und Kollegen, für die Öffentlichkeit zu großen Teilen unbemerkt im Maschinenraum der Finanzverwaltung. Alleine in Hessen müssen rund 2,8 Millionen Grundstücke angefasst, neu bewertet werden. 300 zusätzliche Stellen hat die Steuerverwaltung dazu geschaffen, haben wir hier im Landtag auch bewilligt, um sicherzustellen, dass die Reform korrekt über die Bühne läuft. Die rund 1,2 Milliarden Einnahmen aus der Grundsteuer, die gehören zu den wichtigsten Einnahmequellen der Kommunen in Hessen. Und diese Kommunen können sich auch darauf verlassen, dass sie weiter verfassungskonform erhoben wird. Und seit zwei Wochen, seit 1. Juli, können nun alle Eigentümerinnen und Eigentümer bis Ende Oktober in Deutschland einheitlich über Elster ihre Erklärung für die neue Grundsteuer abgeben.
Und wir finden das auch grundsätzlich richtig, dass das deutschlandweit möglichst online zu machen ist und dass es einen möglichst online ununterbrochenen digitalen Workflow dann gibt. Ich finde das gut, dass der Bund das einheitlich so geregelt hat. Für die FDP ist das jetzt Bevormundung. Aber ich sehe schon die Headline vor meinem geistigen Auge. Wenn das nicht so wäre, dann wäre das nämlich eine riesige verpasste Chance der Digitalisierung gewesen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Also, Sie müssen sich auch mal entscheiden. Und die meisten konnten das wohl gar nicht abwarten mit der Abgabe ihrer Daten. Ja, jedenfalls war Elster am Wochenende ziemlich überlastet, leider gar nicht verfügbar. Da ist leider Bayern am Nacharbeiten dann gewesen. Die programmieren ja Elster, aber mittlerweile, habe ich gehört, funktioniert das ja auch wieder. So, zu der Tatsache, dass in einigen sehr wenigen Fällen Grundstücke falsch zugeordnet und einige Menschen bei uns in Hessen falsch angeschrieben wurden, haben wir gestern Abend im Haushaltsausschuss gesprochen. Der Finanzminister hat, finde ich, sehr überzeugend dargestellt, woran das lag und dass das selbstverständlich jetzt aufgearbeitet und korrigiert wird und dass alle eine persönliche Entschuldigung bekommen. Vielen Dank dafür. Ich glaube, das haben wir gut im Griff. Das haben Sie gestern Abend sehr gut dargestellt. Und Frau Schardt-Sauer, was Sie jetzt noch angesprochen haben, das sind doch keine Fehler. Also, Sie malen ein Idealbild einer voll digitalisierten, vorausgefüllten Steuererklärung. Das ist ohne Frage ein sehr gutes Ziel. Und das ist ja auch im Ampelkoalitionsvertrag festgehalten, das auch für die Einkommensteuer usw. anzupeilen. Aber soweit ich informiert bin, passiert das jetzt bei der Grundsteuer in keinem einzigen Bundesland, auch nicht da, wo die FDP mitregiert. In keinem einzigen Bundesland. Also deswegen, nein, es passiert, es ist nicht vorausgefüllt. Von daher ist es ein Idealbild, aber es ist kein Fehler, den es jetzt aufzuarbeiten gilt, wenn wir das in Hessen jetzt diesmal nicht anbieten können. Und gerade weil in Hessen so wenige Angaben gemacht werden müssen, also es müssen, glaube ich, Name der Eigentümerin, die Flurstücknummer und die Grundstücksgröße. Also ich glaube, das kriegt man auch ohne Ausfüllhilfe hin. Aber gut, jedenfalls, es gibt trotzdem seit Anfang des Jahres unzählige Serviceangebote des Landes für die Grundsteuerangaben. Alle mit Eigentum haben eben dieses personalisierte Anschreiben bekommen. Man kann im Internet ein umfangreiches FAQ sich angucken mit allem Drum und Dran. Man kann die Flurstücke online noch einmal kostenlos abfragen. Es gibt eine eigene Service-Hotline, die ist auch samstags auch zu erreichen. Und wem das alles nicht reicht, kann auch immer noch individuell bei seinem eigenen Finanzamt anrufen und kriegt da auch noch einmal alles erklärt. Also ich kann nur appellieren, geben Sie Ihre Erklärung ab, geben Sie sie online ab, nutzen Sie die umfangreichen Hilfsangebote und dann klappt das auch alles und wir werden ab 25 die neue Grundsteuer hier gut erheben können. Vielen Dank, Frau Kollegin Dahlke. Das Wort hat nun die Frau Abg. Esther Kalveram, SPD-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauer auf der Tribüne! Ich freue mich über diese Aktuelle Stunde der FDP. Sie gibt mir nämlich die Gelegenheit, darauf hinzuweisen, dass ich mit meiner Vorhersage, dass Hessen auf ein großes Chaos in der Umsetzung der Grundsteuerreform zuläuft, völlig recht hatte. So ein Blödsinn. Wir erleben gerade lediglich deren Anfänge. Ein überlastetes Elster-System, unvollständige, ja teils völlig falsch vorliegende Daten, dass einigen Grundsteuerpflichtigen im Anschreiben sogar der falsche Ehepartner zugeordnet worden ist, finden auch nur die lustig, die davon nicht betroffen sind. Der Ärger bei den Bürgerinnen und Bürgern ist groß, unser Unverständnis ebenso. Denn während von den Bürgerinnen und Bürgern erwartet wird, dass Sie Ihre Grundsteuererklärung ausschließlich digital über das, ich hatte es schon gesagt, zeitweilig völlig überlastete Elster-Portal abgeben, lässt die Digitalisierung der Verwaltung eben nach wie vor mehr als nur zu wünschen übrig. Das führt dann dazu, dass, anders als Frau Dahlke das eben beschrieben hat, Grundsteuerpflichtige jetzt Daten benötigen, die eben nicht digital abgefragt werden können, sondern noch ganz altmodisch analog mit dem klassischen Behördengang hingehen, Anträge ausfüllen, Auskünfte einholen. Und das benötigt vor allem viel Zeit.
Und all dies, um dann digital Daten zu übermitteln, die streng genommen ja schon vorliegen müssten. Dass viele Bürgerinnen und Bürger, ich sage es mal freundlich, verärgert sind, wen wundert das noch? Sie erwarten von den Bürgerinnen und Bürgern, dass sie ausschließlich digital mit einer Verwaltung kommunizieren, für die Digitalisierung in weiten Teilen eben noch eine Fremdsprache ist. Wir haben hier schon vor Monaten gefordert, dass es für Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit geben muss, die Grundsteuererklärung auch in Papierform abgeben zu können, und zwar nicht nur im Härtefall. Schwarz-Grün hat das abgelehnt. Finanzminister Boddenberg hat uns dann im Haushaltsausschuss eine unbürokratische Lösung versprochen, ganz so, wie es ja jetzt im extra nachgeschobenen Antrag der schwarz-grünen Koalition zu lesen ist. Aber wenn man dann beispielsweise in Kassel beim Bürgerservice des Finanzamtes zum Thema Grundsteuer anruft und freundlich um die Möglichkeit bittet, die Grundsteuererklärung in Papierform abgeben zu dürfen, erhält man dort die nicht ganz so freundlich formulierte Antwort, dies müsse man schriftlich formulieren, und zwar unter Angabe von stichhaltigen Gründen beim Finanzamt beantragen, und überhaupt habe man in Kassel gar keine Formulare. Die gäbe es nämlich nur ausschließlich digital. Unbürokratisch, bürgerfreundlich, kundenorientiert, nee, Fehlanzeige. Und da hilft es auch überhaupt nicht, dass man diese Antwort mittlerweile auch samstags erhalten kann. Und es hilft noch viel weniger, das jetzt per Antrag beschließen zu wollen, dass das gar nicht so sei. Denn um es mit Erich Kästner zu sagen, es gibt tatsächlich nichts Gutes, außer man tut es dann auch. Bei Zensus war das übrigens problemlos möglich, die Unterlagen nicht digital, sondern in Papierform auszufüllen. Dazu musste man einfach nur telefonisch darum bitten. Also warum funktioniert bei Zensus etwas, was bei der Grundsteuer scheinbar unmöglich ist? Wir haben ja gelernt, für so etwas hat der hessische Bürger oder die hessische Bürgerin Angehörige, die helfen dürfen. Jetzt hat auch in Hessen nicht jeder Mensch Angehörige, und selbst wenn er Angehörige hat, scheint es ja zumindest vorstellbar, dass nicht jeder seine sensiblen Steuerdaten mit diesen Angehörigen teilen möchte. Nicht mit seinen Angehörigen, aber erst recht nicht mit völlig Unbekannten. Der Hanauer Anzeiger hat erst kürzlich berichtet, dass auf einem Anschreiben des Finanzamtes Hanau zur Grundsteuer nicht nur die Daten des Empfängers, sondern eben auch einer weiteren unbekannten Person, mit der er vielleicht angeblich verheiratet sein könnte, zu finden waren. Unter anderem die Steueridentifikationsnummer. Ich bin mir ganz sicher, das möchte niemand mit jemand Unbekannten teilen. Weil es bei den zu diesen Datenplänen gekommen ist, weil es mit den zur Grundsteuer gespeicherten Daten sich jahrelang eben nichts getan hat. Weil man auf die Umsetzung der Grundsteuer, wir haben es schon gehört, nur sehr, sehr unzureichend vorbereitet war. Wir stellen also fest, dass es in Hessen große Probleme gibt, dass es doch so einfach, transparent und leicht nachvollziehend angepriesene hessische Sondermittel in der Grundsteuer umzusetzen, während andere Bundesländer das wesentlich gerechtere Bundesmodell von Olaf Scholz umsetzen. Auch bei der Grundsteuer liegt Hessen also definitiv nicht vorn, sondern eher ganz weit hinten. Frau Kollegin, Sie denken an die Redezeit. Ja. Wenn man also schon ein stark vereinfachtes Modell auf Kosten der Steuergerechtigkeit umsetzen will, muss man sich aber daran messen lassen, wie gut dies funktioniert. Und da ist wirklich noch sehr, sehr viel Luft nach oben. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Kalderan. Bitte um Entschuldigung, dass ich Sie kurz vorher angesprochen habe. Sie haben gesehen, dass hier ein Wechsel im Präsidium, im Stuhle stattgefunden hat. Der Kollege Lorz ist jetzt grübelnd in sein Zimmer gegangen, weil er immer noch nicht weiß, ob er den Zwischenruf des Kollegen Kaufmann rügen soll oder nicht. Ich sollte das jedenfalls hier noch einmal dem Kollegen Kaufmann so sagen. Und ich darf jetzt Herrn Schalauske aufrufen. Herr Präsident, meine Damen und Herren!
Wir reden heute über die Grundsteuerreform, in dessen Zuge Millionen Grundstückseigentümer in Deutschland und in Hessen eine neue Erklärung abgeben müssen, nachdem es gesetzlich neu geregelt werden musste. Und da fragt man sich doch, wer konnte eigentlich ahnen, dass drei Monate vor Fristende, aber kurz nachdem die Abgabemöglichkeit entstanden ist, an einem trüben Sonntagabend eine relevante Zahl von Grundstückseigentümern gleichzeitig Formulare herunterladen, die sie dann für ihre neue Grundsteuererklärung brauchen. Vielleicht auch noch an einem Wochenende, an dem die Umsatzsteuervoranmeldung über das gleiche Portal für viele Menschen fällig ist. Wer das nicht anscheinend gewusst hat, war das Bayerische Landesamt für Steuern. Denn das betreibt ja das digitale Steuerportal Elster. Und das brach am Wochenende tatsächlich zusammen und war am Montag dann noch nicht wieder erreichbar, weil 100.000 gleichzeitige Zugriffe auf das Elster-Portal zu vermelden waren durch Menschen, die versuchten, eben die Abgabe der Feststellungserklärung für die neu geregelte Grundsteuer sich da einzuloggen. Und da ist es doch kaum nachvollziehbar, dass offenbar lediglich 100.000 gleichzeitige Zugriffe das Portal in die Knie zwingen, wenn es denn dann noch für Millionen von betroffenen Grundstücken zuständig ist. Und da, glaube ich, muss man wohl im CSU-regierten Bayern noch mal ein bisschen nachbessern. So geht das jedenfalls nicht. Und besonders ärgerlich, und dann kommen wir auch nach Hessen wieder zurück, ist, dass die Daten, die Grundstückseigentümer dann an ihre Finanzämter melden müssen, dass die häufig dem Staat bekannt sind und teils durch öffentliche Stellen ja sogar festgelegt werden. Flurstücksnummern, Grundstücksgrößen, Bodenrichtwerte, Nutzungsarten und Ähnliches. Es gibt ja Länder, die haben sogar Online-Portale geschaltet, auf denen die Daten nachgefragt werden können, die allerdings dann später von den Leuten manuell in Elster eingetragen werden müssen. Aber in Hessen gibt es ja noch nicht mal ein solches Datenportal, weil, wie der Antrag der Regierungsfraktionen ja zeigt, ja noch mal, dass nicht mal alle Daten digital und elektronisch vorliegen. Und das, meine Damen und Herren, ist doch ein Armutszeugnis. Aber, und da unterscheiden wir uns natürlich auch von der FDP-Fraktion, es geht ja in der ganzen Debatte aus unserer Sicht nicht allein um eine unzureichende Skalierung des Elster-Portals, es geht auch nicht um die Frage der elektronischen Aufbereitung der Daten, sondern uns geht es und bleibt dabei auch um die Frage, wie die Grundsteuer insgesamt ausgestaltet ist. Und da hatten wir hier im Hessischen Landtag die Debatte, die FDP, die hat immer ein ganz einfaches Flächenmodell gefordert, bei dem die Größe einer Immobilie entscheidend ist und ansonsten gar nichts. Das hat natürlich für die Anhänger der FDP den Vorteil, dass die teuren Wohnungen in bester Lage genauso besteuert werden wie Sozialwohnungen gleicher Größe. Das ist das Motto der FDP, egal ob Hütte oder Palast, Haus ist da Haus. Und da wird es Sie nicht überraschen, dass wir weder die FDP-Vorschläge noch den schwarz-grünen hessischen Sonderweg dafür besonders hilfreich halten. Wir haben uns in der Grundsteuerdiskussion immer dafür eingesetzt, dass die Reform auch widerspiegelt, welche Werte eben die entsprechende Immobilie hat, dass es einen Unterschied macht und berücksichtigt wird, ob es sich um Hütten oder um Paläste handelt. Und wir sehen halt nach wie vor, dass die Grundsteuerreform eben diesem Anspruch nicht gerecht wird. CDU, Grüne, FDP, die verfolgten das Ziel, so wenig Bürokratie wie möglich. Wir hatten immer das Ziel, so viel Steuergerechtigkeit wie nötig. Meine Damen und Herren, leider ist Schwarz-Grün da einen anderen Weg gegangen. Jetzt müssen wir schauen, wie geht es mit der Reform weiter. Wenn man schon sagt, oh je, schon die einfache IT-Probleme, die führen zu Pannen, dann ist das kein gutes Omen für die weitere Umsetzung der Reform. Und natürlich wäre es besser gewesen, im Rahmen des gesetzlich Möglichen die Abgabe der Papierform noch weiter auszuweiten. Es ist ja gut und richtig, dass Hessen in der Erklärung darauf hinweist, aber man hätte die Leute auch noch mehr ermuntern können, dass eine Abgabe in Papierform auch möglich ist, weil nicht jede und jeder hat die Möglichkeiten, da digital entsprechend tätig zu werden. Und es ist auch Aufgabe der öffentlichen Hand, darauf zu achten, wie ich finde.
Wir haben jetzt die Situation, dass die Reform umgesetzt wird. Es wird vor Ort zu Konflikten kommen. Und da werden wir als LINKE natürlich darauf achten, wie die Umsetzung der Grundsteuerreform weitergeht. Und wir werden einen Blick darauf haben, wie sich die Ungerechtigkeiten, die im schwarz-grünen hessischen Modell eben vorgesehen, nicht ganz so ungerecht, wie es die FDP gern hätte, aber noch immer viel zu ungerecht, wie sich diese konkret auswirken. Und da zeigt der Auftakt zur Grundsteuerreform schon, da werden wir auf große Probleme stoßen. Vielen Dank. Herr Reul ist der nächste Redner für die CDU-Fraktion. Sie haben das Wort. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich möchte zu Beginn meiner Ausführungen setzen. Erstens. Die Abgabe über Elster ist eine Vorgabe des Bundes. Wir sind alle aufgefordert, in ganz Deutschland über Elster die Daten zu erfassen und abzugeben. Es geht hier nicht um eine hessische Sonderregelung, sondern es ist eine Vorgabe des Bundes, und die ist im Gesetz auch so niedergelegt. Zweite Vorbemerkung. Die Steuererklärung sind wir auch bisher schon gehalten, über Elster zu erfassen und abzugeben. Ich habe bisher da noch nie Kritik von Ihnen gehört, dass das Teufelszeug ist, wenn die Steuererklärung über Elster erfasst wird. Das ist eigentlich schon Standard mittlerweile. Jetzt bei der Grundsteuer soll es auf einmal schlimm sein, vielleicht weil der eine oder andere sich erst damit beschäftigt und es vorher noch nie getan hat. Aber, meine sehr geehrten Damen und Herren, man muss sich schon ein bisschen wundern, wenn die Digitalisierungspartei der FDP in ihrem Antrag unter dem letzten Punkt formuliert, dass sie auf der einen Seite mehr Digitalisierung fordern und auf der anderen Seite, ja, es muss doch die Möglichkeit sein, alles auch papierhaft zu machen. Und warum geht das denn nicht so? Sie müssen sich schon mal entscheiden, was Sie wollen. Wollen Sie Modernisierung und Digitalisierung oder wollen Sie weiter Papierkram vor Ort haben? Und deshalb, liebe Frau Kollegin Schardt-Sauer, ich darf zitieren, was in FAQs des Bundesfinanzministeriums steht. Ich zitiere. Dort ist die Frage gestellt, warum muss ich die Grundsteuererklärung abgeben, obwohl meine Daten der Finanzverwaltung vorliegen? Dazu wird ausgeführt, es liegen der Finanzverwaltung nicht alle erforderlichen Daten über die Grundstücke und die darauf stehenden Gebäude in elektronisch verarbeitbarer Form vor. Deswegen kann die Finanzverwaltung zum jetzigen Zeitpunkt noch kein vollständiges digitalisiertes Verwaltungsverfahren anbieten. Diese Daten müssen daher bei den Eigentümern und Eigentümerinnen abgefragt werden. Der nächste Zeitpunkt der Hauptfeststellung ist in 7 Jahren, also im Jahre 2029. Bis dahin soll das Verfahren digitalisiert werden. Das bedeutet, dass die Eigentümer und Eigentümerinnen dann keine Hauptfeststellungserklärung mehr abgeben müssen. Und dann wird noch der Hinweis gegeben, es gibt zwar ein Extraportal der Bundesregierung, die die Abgabe vereinfachen soll, aber auch dort müssen die Daten vom Bürger selbst eingegeben werden. Lesen Sie doch einmal nach, was Ihr eigener Bundesfinanzminister erklärt. Er erklärt, dass die Daten manuell erfasst werden müssen. Dies ist weder eine Sonderregelung in Hessen, das gilt in allen Bundesländern bundesweit. Und eins nehmen wir für uns in Anspruch. Das Verfahren, das wir in Hessen gewählt haben, ist einfach, ist transparent und klar verständlich. Das Verfahren nach dem Flächenfaktor ist das richtige Verfahren. Wir sind davon überzeugt. Es ist besser als das bayerische Verfahren, und es ist viel einfacher als das komplizierte Bundesverfahren. Und, meine sehr geehrten Damen und Herren, wenn Sie meinen, das wäre hier in Hessen so schlimm, Sie müssen in Hessen 3 bis 4 verschiedene Faktoren erfassen. Gehen Sie einmal, wo das Bundesmodell ist. Dort werden bis zu 14 verschiedene Faktoren erfasst. Ja, fragen Sie einmal dort nach, ob die Leute diese Probleme haben, die Sie hier zeichnen für Hessen. Ich bin überzeugt davon, in vielen anderen Bundesländern, die werden es noch sehr genau überdenken und sich dann im Nachhinein sagen, warum haben wir eigentlich dieses komplizierte Bundesmodell eingeführt, was überhaupt nicht bedienerfreundlich ist. Wir wären ja froh, wenn wir in Hessen wären und könnten dort das Flächenfaktorverfahren anwenden. Wir sind davon überzeugt, in Hessen ist das richtige Verfahren, und wir sind auch davon überzeugt, dass wir wirklich, und das hat auch Miriam Dahlke vorhin schon gesagt, dass wir viele verschiedene Informationen durch das Finanzministerium in Hessen und auch viele Informationen durch die Finanzämter schon gegeben haben und diese auch weiterhin geben werden. Und ich will mich an dieser Stelle mal explizit bedanken
bei den vielen Finanzbeamtinnen und Beamten, die sich samstags zur Verfügung gestellt haben an der Hotline, um dort die Fragen zu beantworten, die gestellt werden. Dies ist ein enormer Service, der dort geleistet wird. Und da sollten wir dankbar sein. Dies wurde freiwillig initiiert. Und dort gab es sehr viele Leute, die von vornherein erklärt haben, sie sind bereit, diesen Service für alle Bürgerinnen und Bürger dort an dieser Stelle zu leisten. Und deshalb möchte ich mich da explizit bedanken. Es ist ausgeführt worden, schon welche Maßnahmen ergriffen worden sind für die Informationen. Ich glaube auch, es ist sehr wertvoll, dass wir diese Informationen abgleichen, weil letztendlich, warum haben wir denn vor kurzem den Zensus gehabt? Ganz einfach, weil auch die Daten, wenn sie vorliegen, irgendwann veraltet sind. Sie müssen überprüft werden, sie müssen auch dann korrigiert werden oder im Zweifelsfall erneuert werden. Deshalb ist dies auch an dieser Stelle ein vollkommen richtiger Vorgang und ein richtiges Verfahren. Und wie gesagt, wenn die FDP meint, dass dieses Verfahren nicht gut ist, Sie stellen ja den Bundesfinanzminister, dann machen Sie eine gesetzliche Initiative, ändern Sie das Verfahren. Sie haben diese Möglichkeit. Der ehemalige Bundesfinanzminister Scholz gehört, glaube ich, auch dieser Koalition an. Dann leiten Sie doch ein anderes Verfahren ein, was Sie meinen, was besser ist, wenn Sie erkennen, dass das Verfahren des Bundes nicht gut ist. Herr Kollege, wenn Sie auf die Uhr achten. Bin ich schon soweit? Ach, na, dann machen wir es so. Ich glaube, ich habe hervorragende Argumente geliefert, warum das Verfahren in Hessen ein gutes Verfahren ist. Es ist transparent, es ist gerecht und einfach. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Reul. Der Hahn stört halt manchmal die Elster. Herr Boddenberg. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, zunächst einmal will ich sagen, dass ich genau diese Debatte erwartet hatte, und zwar seit, ich glaube, 2 Jahren. Das ist der Zeitpunkt, seitdem ich mich mit der Grundsteuerreform beschäftige. Und bei der Kollegin Kalveram kommt es mir immer so vor, Sie warnen davor, es könnte irgendwann einmal regnen. Und wenn es dann regnet, sagen Sie, habe ich doch gleich gesagt, das ist dann Ihre Art des Umgangs mit Argumenten und Prognosen, was denn aus einem solchen Vorgang wie der Grundsteuerreform in dem Fall wird. Aber ich will schon sehr ernsthaft sagen, Frau Kalveram und Frau Schardt-Sauer, was Sie hier gemacht haben, ist eigentlich eine einzige Schimpftirade auf die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Finanzverwaltung. Nichts anderes. Denn es ist Ihnen eben dargelegt worden, wo Hessen sich unterscheidet von anderen Bundesländern, in der Regel nahe null, außer dass wir seinerzeit gesagt haben, wir wollen ein einfacheres Verfahren haben. Da sind wir im Konzert mit einigen wenigen Ländern, nicht ganz bei dem, was die FDP seinerzeit mit dem Bayern-Modell wollte. Aber was ich so höre bei der Ausfüllung der Erklärung, gerade letzte Woche noch, ich könnte den Namen nennen, Sie kennen den Herrn sogar, der sagt, er hat es für Bayern gemacht, für seine Mutter und in Hessen. Und er sagt, er in Bayern war es komplizierter. So, jetzt können wir ja vielleicht mal irgendwann den Streit darüber einstehen, ob das Bayern-Modell besser ist als das Hessen-Modell. Wir haben das aus unserer Sicht bürokratieärmste Grundsteuergesetz hier im Hessischen Landtag verabschiedet. Und vielleicht kann man den Streit ja zum nächsten Mal beenden. Dann gibt es einen zweiten Pfad, auf dem die FDP häufig Politik macht. So nach dem Motto Digital First, Bedenken Second. Das ist ja ein Wahlkampfslogan gewesen, für den Sie selbst verantwortlich sind. Ich habe den immer für falsch gehalten, weil ich glaube, dass es zunächst einmal ganz richtig ist, dass man Bedenken, die gerade ältere Bürgerinnen und Bürger haben, auch ernst nimmt. Und die sind, das ist ja eben gesagt worden, nun mal nicht rauf und runter digitalisiert. Das Durchschnittsalter der Eigentümerinnen und Eigentümer, über die wir hier reden, ist 60,2 Jahre. Das heißt, da gibt es sehr viele Ältere. Und um gleich der Frage der SPD vorwegzubeugen, ja, und was machen die, wenn die nicht digitalisiert sind? Ja, die brauchen mit einem Anruf an die Finanzämter vor Ort, mit einem einzigen Anruf kriegen die ein solches Papier zugeschickt per Post und machen dann Papier. Und wenn Sie jetzt, Frau Kollegin, den einen Fall nennen, dass einer der Tausenden von Mitarbeitern in der Finanzbehörde etwas anderes gesagt hat, dann geben Sie mir den, dann gehe ich den sehr gerne und unsere Mitarbeiter nach. Ich bin selber beim Telefonieren gewesen. Der Staatssekretär ist jetzt, glaube ich, den dritten Samstag dabei, um zu hören, was da reinkommt. Also hören Sie auf, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu beschimpfen. Es gibt eine ganz klare Anweisung an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wenn jemand telefonisch erklärt, dass er es nicht elektronisch kann, dann kann er es in Papier, und das wird sofort und prompt erledigt. So, dann will ich noch etwas zu den Daten sagen.
Dann will ich noch etwas zu den Daten sagen. Wenn Sie mir Rheinland-Pfalz als Beispiel nennen, FDP, finde ich das erst einmal bemerkenswert, weil die machen das Bundesmodell, das Sie nun wirklich am allerwenigsten wollten, und wir übrigens auch. Deswegen finde ich Rheinland-Pfalz eher skurril, wenn Sie das als Beispiel anfügen. Und zu den Daten will ich noch einmal so viel sagen. Reden wir über Hessen. 2,8 Millionen Datensätze wären erforderlich für 2,8 Millionen Immobilien, Liegenschaften, Wohnungen und über was wir auch immer dort reden. Die letzte Hauptfeststellung hat stattgefunden 1964. Und seitdem ist gekauft, gebaut, verschenkt, vererbt, weiß der Teufel was worden. Wir haben also in Papier 2,8 Millionen Daten. Irgendjemand hat mir hier aufgeschrieben, das seien 39 laufende Kilometer Akten in Mappen. Aneinanderhängend mit Inhalten unterschiedlichster Art, vom Hochhaus übrigens bis zur Gartenlaube und zum Flugzeughangar in Frankfurt am Main. Das ist erst einmal die Breite an Immobilien und Liegenschaften, über die wir hier reden. Und in diesen Akten finden Sie DIN A3, DIN A4, gefaltete Verträge, gefaltete Pläne, notarielle Beurkundung und, und. All das liegt in Papier vor. Und wenn Sie das digitalisieren wollen, dann haben Sie einen ziemlich großen Haufen Arbeit. Und auch das ist hier einmal ausgerechnet worden. 50 Mitarbeiter, 8 Jahre bräuchten die, um das, und das ist eine Schätzung, eine sehr grobe Schätzung, um das alles in digitaler Form zu haben. Das ist der eine Punkt. Aber dann kommt der viel wichtigere Punkt. In diesen Daten sind ganz viele Dinge völlig veraltet. Das heißt, selbst wenn man sich diesen Aufwand unterziehen wollte, haben Sie am Ende 2,8 Millionen Datensätze, von denen Sie nicht wissen, ob die Daten stimmen und mit der Realität des Status quo 1.1.2022 übereinstimmen. Weil es gab keine Anzeigenpflicht seit 1964. Bei Umbaumaßnahmen, bei der nächsten Garage, die gebaut worden ist, bei der Terrassenerweiterung, bei dem Ausbau des Dachstuhls. Können Sie mir mal allen ernsthaft erklären, ob das klug wäre, dass eine Verwaltung digitalisiert und von vornherein weiß, dass die Daten, die sie digitalisiert, schlichtweg jedenfalls in Teilen, vielleicht sogar in weiten Teilen, falsch sind. Das kann doch nicht ernsthaft Ihre Idee sein vom Umgang mit moderner Bürokratie. Und deswegen gebe ich zu, ich bleibe dabei, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter machen einen super Job. Wir haben uns mit jedem Brief, den wir an die Bürgerinnen und Bürger schicken, 3- und 4-mal, ich selbst eingeschlossen und der Staatssekretär beschäftigt, und ihn noch einmal gelesen und noch einmal gelesen, um zu gucken, versteht den auch die berühmte Oma Lena, die nicht jeden Tag mit Verwaltungsakten zu tun hat. Wir haben uns mit all den Serviceleistungen der Finanzämter auseinandergesetzt. Und auch das will ich noch einmal sagen, Michael Reul hat es gesagt, zu Recht. Herzlichen Dank an die Mitarbeiter. Das hat keine stundenlangen Überzeugungen, sondern das waren wenige Minuten, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bereit waren, auch den Samstag zu arbeiten. Und da rufen Sie dazwischen, der Bürger muss doch auch arbeiten. Ja, indem er diese Erklärung angibt, indem er 3 Angaben macht, das meiste liefern wir ihm, das Aktenzeichen kriegt er, er muss die Eigentümer eintragen, er muss die Grundstücksgröße eintragen und die Wohnungsgröße. Und das war's, Herr Rentsch. Ist das zu viel verlangt, nach 1964 ein zweites Mal eine solche Vollerhebung zu machen? Ja, und zu der Datenmigration muss ich jetzt sagen, mea culpa, ich gebe es zu, ich war 2006 nicht dabei, als diese Integration der Daten stattgefunden hat. Das war ja das, wo eben darauf angespielt wurde, dass massenweise Daten falsch sind und von uns falsch adressiert worden sind. Ja, es hat diesen technischen Fehler seinerzeit gegeben. Ich habe den im Ausschuss gestern Abend erklärt. Wie gesagt, ich war nicht dabei, aber das können Sie mir gerne vorwerfen. Ich hätte damals als wirtschaftspolitischer Sprecher der CDU natürlich vielleicht versuchen können, dabei zu sein, war ich nicht. So, und dann ist das automatisiert elektronisch bereinigt worden. Bei den Fehlern hat man schon früher erkannt. Allerdings ist jetzt erkannt worden, dass offensichtlich diese Veränderung, diese Aktualisierung auf elektronischem Wege nicht in allen Fällen gegriffen hat. Und deswegen wurde, seitdem das bekannt ist, seit einigen Wochen manuell nachgearbeitet. So, wenn Sie daraus einen Riesenskandal machen wollen, ist Ihnen das unbenommen. Ich halte das im Zuge von diesen Massen an Daten, die wir haben, und wir liegen im Promillebereich, halte ich das jedenfalls für erklärbar. Es ärgert mich auch, aber es ist nun einmal so. Und eine allerletzte Bemerkung, dann wird auch noch Elster reingerührt, was nicht funktioniert. Es ist zu Recht gesagt worden, Elster wird vom Bayerischen Landesamt für Steuern verwaltet. Das ist jetzt ein Fingerzeig auf Bayern, das tut mir leid. So, und dann ist es am Freitag, glaube ich, letzter Woche zu Engpässen gekommen. Und am Samstag haben wir uns alle aufgeregt, zu Recht, wie ich finde, weil die Serverkapazitäten da unten nicht ausgereicht haben. Und die sind Montag nachgerüstet worden.
Frau Kollegin, wenn Sie daraus ein Chaos machen wollen, aus dem, was ich gerade geschildert habe, machen Sie es weiter. Ich treffe ziemlich viele Leute, die sagen, toll, was ich von euren Leuten am Telefon höre. Und ich habe es gemacht, und es ist gar nicht so kompliziert, wie manche Oppositionsparteien im Hessischen Landtag es haben uns Glauben schenken wollen. So, und insofern lebe ich weiter damit, dass diese Reform sicherlich nicht zum letzten Mal heute im Landtag behandelt wird. Danke fürs Zuhören und noch einmal danke an die Mitarbeiter, die machen einen tollen Job. Auch ich danke, Herr Boddenberg. Trotz zweimaligen Versuchs konnte ich Sie nicht bremsen, sodass jetzt 3 Minuten und 10 überzogen sind, die den Oppositionsfraktionen zuwachsen für die zweite Runde. Und die Kollegin Schacht-Sauer für die FDP-Fraktion beginnt. Wie gesagt, 3 Minuten und 10 Sekunden. Werter Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen! Also ich finde schon bemerkenswert, die Ausführungen des Finanzministers. Das waren ja zuletzt fast, müssen sich die Bürger dafür entschuldigen, dass sie Grundeigentum haben. Das war hart an der Grenze zur Bürgerbeschimpfung. Und werter Herr Minister, bei dem allem, das ist ja das St. Florians-Prinzip, alles ist Schulden und nicht ich, wo ist dann die Haltung dieser hessischen Landesregierung? Wo ist dann die Haltung? Ich höre was zu Bayern. Ich höre was von der Lieblingsargumentationskette. Da komme ich aber gleich noch zu, weil wer liest, ist klar im Vorteil. Zu dem Bundesfinanzminister Christian Lindner ist ja klar. Aber machen Sie nur so weiter, weil der macht die Arbeit sorgfältig und bietet immer wieder die Möglichkeit zu einer Retourkutsche. Sie erzählen, Rheinland-Pfalz war so kompliziert, Bayern kann nicht EDV. Bitte, was kann dann Hessen unter Schwarz-Grün? Nichts. Und total spannend, deshalb danke für den Hinweis. Die Grundhaltung. Wir kritisieren heute konkret 2 Dinge. Wir haben uns bewusst nicht, und Frau Dahlke, wir bleiben dabei, unser Modell wäre das Bürokratieärmste gewesen, das Flächenmodell. Aber es geht aktuell, werte Kolleginnen und Kollegen, darum, was die Bürgerinnen und Bürger draußen zu tun haben. Sie haben es mit der Umsetzung eines vom Landtag beschlossenen Mehrheitsbeschluss, Verfahren zu beschäftigen. Und wir legen die Finger in bestehende Wunden und Fehlentwicklungen. Und deshalb unsere Konzentration auf die Umsetzung. Und die Umsetzung ist von Pleiten, Pech und Pannen gezeichnet und mit Ansage. Sie ist aber auch von etwas anderem gekennzeichnet, einer Haltungsfrage. Und diese Haltungsfrage, dass der Bürger sozusagen zum Sklaven des Staates wird, das ist wunderbar in den FAQs zu lesen. Der Finanzminister hat ausgeführt, und wie gesagt, der Kollege Reul hat es ja auch angeführt, ich empfehle Lesen. Lesen Sie einmal die FAQs der Landesfinanzverwaltung und lesen Sie einmal die FAQs des Bundesfinanzministers. In den FAQs des Bundesfinanzministers ausgeführt, kann die Abgabe in Papierform erfolgen. Und dann der Duktus atmet schon in Hessen, ja, oje, wenn Ihnen vom Finanzamt die Erklärungsabgabe gestattet wurde, werden Ihnen die Papiere zugesandt. Hast du Glück gehabt, Bürger? Und das drückt alles aus, Herr Boddenberg. Und im Übrigen ist es nicht richtig. Und im Übrigen ist es nicht korrekt, dass auf Bundesebene das nicht vorgesehen ist. Schauen Sie in die FAQs. Dort ist es vorgesehen. Und deshalb bitte auch da redlich argumentieren. Was wäre möglich gewesen? Und es ist schon wirklich sehr, ja, ich will diesen Stil nicht charakterisieren, er spricht für sich, jetzt zu sagen, jede sachliche Kritik wäre eine Kritik an der Finanzverwaltung. Das ist doch Unfug. Die Führung ist verantwortlich, der Minister ist verantwortlich. Frau Kollegin, Ihre Redezeit ist erschöpft. Wir hätten uns gewünscht, und das wäre möglich gewesen, eine Erklärungshilfe, einen Vorschlag mit einem QR-Code, wow, wo ich dann die Freiheit habe, zu wählen, gehe ich digital oder gehe ich bei Papier. Rheinland-Pfalz bietet eine Erklärungshilfe. Das ist moderner Staat. Schwarz-Grün kann das nicht. Geben Sie es doch einfach zu. Vielen Dank. Vielen Dank. Weitere Wortmeldungen liegen uns nicht vor. Ich frage die parlamentarischen Geschäftsführer,
ob ich richtig informiert bin, dass die Anträge Top 90 und Top 93 in den Haushaltsausschuss überwiesen werden sollen. Ist das so richtig? Das Haus ist auch dafür. Dann machen wir es einfach so. Damit überwiesen 90 und 93 an den Haushaltsausschuss.